Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Thimbleweed Park. Ja, ich weiß nicht, was wir hier tun können. Ich war jetzt ein paar Mal hier hin und her. Graphics Basic. An enhanced basic. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. Sounds perfect. Moment. That doesn't seem to work. Kann man das nehmen? Warum habe ich das vorher noch nie genommen? My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Das Graphics Basic ist auch eine Sache von Ron Gilbert, was er entwickelt hat, ne, damals. Geht's jetzt? It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Einige kurze 15 Minuten des Codierens und Dekodierens später. Ja. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. Moment. Das habe ich mir definitiv gemerkt. Und zwar ist es so, dass... da oben. Ich bin wahrscheinlich wieder verkehrt. Und zwar, genau hier. Moment, wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich bin hier nämlich in einer Folge zusammen mit Agent Reyes komplett alle Nachrichten durchgegangen. Hier war doch irgendwas da. Glückszahl ist 103. Okay, Moment. Können wir die uns mitnehmen? I can read it fine from here. Okay. Glückszahl ist 103. Können wir das dann jetzt wieder benutzen? Diggin! Was macht der? Da ist schon wieder ein Pixel. Kann es sein, dass sie nur random irgendwie rumliegen? So, nochmal, nutze. Nee, nutze das jetzt. I don't want to do that. It would make it look red. Nee, wollte ich nicht. So. Let's see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive ore and using his lucky number as the key. Okay, here goes. Oh, es ist wahrscheinlich eine kleine Zahl. Kleiner als 100? Nee, ist eine große Zahl. Größer als 100? Nein, ist größer. 103 war das. Sie muss ungerade sein, gerade sein. Sie ist ungerade. Sie endet wahrscheinlich auf 1, 3, 5, 7. Wir wissen, dass sie auf 3 endet. Sie beginnt wahrscheinlich mit einer geraden Ziffer, mit einer ungeraden Ziffer, weil 1. Sie beginnt wahrscheinlich mit einer 1. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. Aha, okay. I'll just bitwise and them away. I did it. Und jetzt bin ich gespannt. Ich, Charles Edmund, erkläre bei klarem Verstand, da ist noch eine 3 drin, und gesunden Körper meinen letzten Willen und Testament alle vorherigen ersetzend. Ich erkläre, dass ich diesen letzten Willen aus eigener Kraft formuliere, ohne von anderen Menschen bedroht oder unter Druck gesetzt worden zu sein. Ich bin frei. Ich erkläre, dass ich keinerlei Kinder habe, weder selbst gezeugt noch adoptiert. Ich habe einen Bruder, Frank Tim, mit 2 Töchtern, Lenore und Dolores. Ich erkläre hiermit Brent Berwick, J.D., als den Vollstrecker meines Testaments und weise an, dass er alleine den Willen des Testaments durchsetzen soll. Dieses Testament wird unter der Gerichtsbarkeit von Thimbleweed County eröffnet und alle Forderungen und Änderungen beziehen sich auf die dortigen Gesetze im Jahre 87. Ich komm... Oh nee. I did it. It's totally decoded now.
I'll give it back to Mr. Balawick. Ey, ist das gemein? Wir können uns das vorher nicht angucken. Das ist ja fies. Die Frage ist, glauben die uns eigentlich, wenn wir das Ding hier... Ich speichere mal. Warum ist ein... I need to get into the factory to find evidence to clear my father's name. Warum ist denn er wieder dabei? Hä? Wir lagen doch... Wir waren doch kurze... Okay, ich denke jetzt nicht drüber nach. So. Wo war ich stehen geblieben? Achso, die Frage ist, glauben die eigentlich, dass das, der letzte Wille ist? Also das wahrliche Testament? Weil wir haben es ja bearbeitet, Gänsefüßchen. Nun gut, Here's the decoded will, Mr. Balawick. Let me see. You've done it, Dolores. One of Chuck's three stipulations is now fulfilled. The will is decoded. We still need a thimbleberry pie, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Es gibt nur einen Laden, wo es diesen Kuchen gibt. Oder gab. Gab. Da drin war das, genau. Oh, da ist ein Pixel. So, meine Freundin, der Ricky. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Nee, welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? Hi, Ricky. Sie war das, glaube ich, ne? Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie making biz. Strictly tubes now. Oh, ja, toll. No. I have a problem then. In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. But there just aren't any more thimbleberries left. Your uncle had them harvested to extinction. Ich weiß, wo wir finden. No more thimbleberries? It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days. And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories too. Ach so. And then there's the old bear problem. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. Wo krieg ich die her? Those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair I could loan ya. Wow. Thanks. Okay, dann ist, wir wissen ja, wo das ist. Hier. Kommt hier überhaupt noch was und da? So, jetzt gehen wir mal rein und dann pflücken wir die Dinger. Wir können ja laufen, wie wir wollen. Ja. Genau. Nutze die Dinger da dran. Einige Minuten geschäftigte Aktivität später. Ich gehe mal schnell weg. Ich will mal kurz gucken. Können wir hier runter? Wir können hier runterlaufen. Aber was bringt uns das? Okay. So, dann probieren wir das gleiche nochmal. So. Gib die Dinge an Ricky Lee. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Ja. Here are the thimbleberries you need to make a pie. And also your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Was? Den Kuchen möchte ich nicht essen. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Ricky Lee's famous thimbleberry pie, hot from the oven. This must be where pies go when they die. Okay. Dann haben wir den Kuchen. Ist schon krass, dass wir die ganze Arbeit hier machen, ja? Und der Rest der Familie hockt einfach nur rum, weil sie die Kohle abstauben wollen. Oh, wetten, denen geht's nur ums Geld? Ja.
I can't eat this freshly baked pie. I have to give it to Mr. Balowick so he'll read the will. Mr. Balowick, here's the freshly baked thimbleberry pie. Two of Chuck's three stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Poor Chucky needs his sleep. Das sehe ich. Das ist eine Tante. Wo war denn der Friedhof nochmal? Ach Gott. Jetzt mal im Ernst, wo war der Friedhof? Der Friedhof. Der Friedhof war hier. Ah. Ah. So, mal gucken, wenn wir hier... The heavy wrought iron gate is closed. I see a switch inside. Das wäre doch genau das jetzt, It doesn't go there. Lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das sie besuchen wollen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen sie für eine sachgerechte Fixierung. Ach so. Haben wir hier irgendwo einen Altar oder sowas? Nee, eigentlich nicht, ne? Wo haben wir denn einen Altar? Wisst ihr, was ich meine? Gelange in Chucks Gruft. Wo haben wir denn den Altar? Oh mein Gott. Weil das ist das, was wir hier fürs Buch brauchen. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Eine Kirche haben wir nicht hier. Haben wir irgendwo einen lizenzierten Altar? Ein Altar. A flower from the cemetery. Ein Altar. Haben wir einen Altar? Aber warte mal, ich glaube, das ist jetzt nicht so trivial. Maybe I should save the game first. Okay. Okay, I'm pushing it. Was habe ich jetzt getan? What? Was? What? It says Philip's dangerous device, and it has a red button and a speaker on it. Was ist da hochgegangen? Edmund Menschen, hä? Das Menschen. Wenn ich jetzt den drucke. Okay, I'm pushing it. Ja, ja. Hä? Gut, aber das ändert jetzt erstmal nichts an meinem Problem. Mein Problem ist, dass wir hoch müssen. Wir müssen irgendwie, eigentlich als Geist müssen, okay. Als Geist müssen wir... We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. Wir müssen... The elevator isn't on this floor. It's an elevator.
Wir müssen irgendwie in diesen geheimen Raum. Wir müssen uns drüber teleportieren. Das können wir aber nur, wenn wir hier hochkommen. Ba, 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 ba. Company, thank goodness you're back. How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. Bye and good luck, Clara. Das Buch haben wir ja. Moment. Moment. Ach, das könnte einfach nicht sein. Wehe, das funktioniert jetzt nicht. Wisst ihr was? Ich fahre einfach jetzt, oder ich stelle mich jetzt in den Fahrstuhl. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ach, Quatsch. Warte mal. Sind wir draußen? Ja, ne? It's a button to call the elevator. Mist, geht nicht, ne? Ah, verdammt. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. It's an elevator. It's a button to call the elevator. So, wir kommen als Geist hier nicht durch. I feel warped just looking what's going on. Those runes are doing what's going on. Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Hier ist noch einer. Better than the view from the balcony. Chucks Griff zum Abschluss. Aber wir müssen hier in den geheimen Raum reinkommen. Aber wie? Hey, new ghost, I told you not to bug me. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. It's a page from my joke book. It's my joke book, but there are four pages missing. Okay, vier Seiten fehlen. It's the official Ransom the Clown candy barfer. It's supposed to dispense one piece of candy each time you use it, but it emits deadly sparks instead. Das wäre Feuer. Okay. Gut, ich lasse mal das Ganze nochmal auf mich wirken und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.